Jetzt, okay. Ja, jetzt geht's. Genau. Also zum Beispiel Alexander von Humboldt, der hat schon 1843 geschrieben, dass der Mensch das Klima verändert. Und zwar, Zitat, durch Fällen der Wälder und durch die Entwicklung großer Dampf- und Gasmassen an den Mittelpunkten der Industrie. Humboldt kannte auch den Treibhauseffekt. Das hat mir neulich ein Humboldt-Forscher bestätigt, denn Joseph Fourier hat ja schon 1824 den Treibhauseffekt als bestimmenden Mechanismus für die Temperatur von Planeten beschrieben. Und noch ein Sprung weiter in der Geschichte zum Nobelpreisträger Svante Arrhenius. Der war der Erste, der versucht hat auszurechnen, wie stark eine Verdopplung der CO2-Menge in der Atmosphäre die globale Temperatur erhöhen würde. Das hat er in dieser berühmten Arbeit 1896 getan, hat es 10 Jahre später nochmal genauer gemacht und kam auf eine Erwärmung von 4 Grad nach CO2-Verdopplung. Diese Kennzahl nennen wir die Klimasensitivität, weil sie eben angibt, wie empfindlich reagiert die globale Temperatur auf eine CO2-Erhöhung oder allgemeiner auf eine bestimmte Veränderung der Strahlungsbilanz unseres Planeten, die ja, wie eben Fourier schon 1824 erkannte, die Temperatur von Planeten bestimmt. Heute wissen wir, dass die Klimasensitivität eher bei 3 Grad liegt, aber mit einer verbleibenden Unsicherheit von eine Spanne von zwischen 2 und 4 Grad, sodass also Svante Arrhenius vor mehr als 100 Jahren nicht sehr weit daneben lag. Das Problem ist eben, dass wir diese Treibhausgasmengen jetzt massiv erhöhen. Dieser Anstieg ist auch 100% vom Menschen verursacht. Hier sehen wir, dass die Daten für die letzten 2000 Jahre für Kohlendioxid, Lachgas und Methan. Den Hauptklimaeffekt davon macht das Kohlendioxid. Das alleine verändert die Strahlungsbilanz unserer Erde um 2 Watt pro Quadratmeter Erdoberfläche. Das heißt, es gibt eine zusätzliche Heizung rund um die Uhr, um den ganzen Planeten, also von 2 Watt pro Quadratmeter Erdoberfläche. Wir führen also dem Planeten, unserer Atmosphäre Energie zu und dadurch wird es logischerweise wärmer. Das ist also einfache Physik. Und eben die einzige Debatte, die man führen kann, die das Arrhenius gestartet hat im 19. Jahrhundert, ist eben, wie stark ist dieser Effekt? Und heute wissen wir eben ziemlich genau, wie stark er ist. Und wir wissen eben auch, dass die Rückstrahlung aus der Atmosphäre genauso zunimmt, wie es die Physik vorhersagt, weil wir ein globales Strahlungsmessnetz haben, was ständig eben die Strahlung, die reinkommt, die rausgeht und so weiter, alles misst, sowohl an der Erdoberfläche als auch durch Satellitenmissionen an der Oberkante der Atmosphäre. Das ist also alles keine Theorie, sondern einfach beobachtete Fakten. Die Folge dieser Störung unseres Strahlungsgleichgewichtes ist eben hier diese Erwärmung, die hier in den sogenannten Warming Stripes dargestellt ist. Jeder Streifen ist ein Jahr, die Mitteltemperatur global in einem Jahr. Links fängt es bei 1880 an und geht bis ins vergangene Jahr. Und am 21. Juni gerade war der Warming Stripes Day in den sozialen Medien, wo jeder seine Warming Stripes zeigt, also für sein Land oder für seine Region. Hier ist es für den globalen Mittelwert. Und so sehen die Daten aus, wenn man sie einfach als Kurve darstellt, statt als bunte Streifen. Das sind dieselben Daten. Jetzt haben wir auch eine Skala dran und da sieht man, wir sind inzwischen bei etwa 1,2 Grad über dem vorindustriellen oder ja, vorindustriellen Mittelwert. Stimmt auch, aber konkret ist es hier über dem späten 19. Jahrhundert. Und bisschen ganz amüsant ist, dass der Hauptbahnhof in Cottbus auch mit den Warming Stripes dekoriert ist, obwohl die Deutsche Bahn steif und fest behauptet, diese Farbgebung hätte nichts mit den Warming Stripes zu tun. Ich bin sicher, dass die Designer, die das entworfen haben bei der Renovierung des Bahnhofes, sehr wohl wussten, dass es sich um Warming Stripes handelt.
Diese Erwärmung wurde übrigens vorhergesagt, bevor sie beobachtet wurde. Das wissen auch viele nicht. Der erste offizielle Regierungsbericht über die bevorstehende globale Erwärmung stammt übrigens von 1965 im Auftrag des damaligen US-Präsidenten Lyndon B. Johnson, der Revell Report, wo das Wesentliche alles drinsteht. Es wird durch die fossile Energienutzung einen CO2-Anstieg geben. Daraus folgt eben eine globale Erwärmung, Eisschmelze, Meeresspiegelanstieg. Das steht da alles schon drin. Man konnte es damals noch nicht richtig quantifizieren. Das kann man aber seit den 70er, spätestens 80er Jahren, ist diese Erwärmung auch quantitativ korrekt vorhergesagt worden. Und im Jahr 1988 hat der berühmte NASA-Klimaforscher Jim Hansen als erster in einer Senatsanhörung gesagt, die globale Erwärmung ist jetzt da. Wir sehen sie jetzt in den Messdaten. Und das war auf der Titelseite der New York Times damals. Ich erinnere mich auch sehr gut an diesen Tag, weil da war ich gerade als Doktorand in Neuseeland. Und es wurde natürlich in der Wissenschaftscommunity auch intensiv diskutiert, ob Jim Hansen sich vielleicht ein bisschen zu früh schon aus dem Fenster gelehnt hat, wie einige konservativere Professoren meinten, weil kann man dann überhaupt schon sicher sein, dass das außerhalb der natürlichen Schwankung ist. Heute gibt es darüber natürlich keinen Zweifel mehr und die Erderwärmung geht eben seit Jahrzehnten auch wirklich zahlenmäßig genauso weiter, wie sie seither vorhergesagt worden ist. 1992 gab es dann den Erdgipfel in Rio de Janeiro, wo die Weltgemeinschaft beschlossen hat, einhellig einen gefährlichen Klimawandel zu verhindern. Auch da erinnere ich mich dran, wie ich das in der Tagesschau am Abend gesehen habe, dass die Klimarahmenkonvention dort verabschiedet wurde beim Erdgipfel. Und ich habe damals gedacht, endlich verstehen die das und machen was dagegen, gegen die Erderwärmung. Das war 1992. Inzwischen sind 30 weitere Jahre vergangen, ohne dass es gelungen ist oder vielleicht ohne dass es ernsthaft versucht wurde, muss man wohl sagen, die Erderwärmung wirklich zu stoppen. Inzwischen haben wir damit den Schwankungsbereich des Holozän verlassen, also der gesamten menschlichen Zivilisationsgeschichte, seit wir die Landwirtschaft erfunden haben und sesshaft wurden und angefangen haben, Städte zu bauen, zu Beginn des Holozän. Und wir haben eben in der ganzen Zeit von einem sehr stabilen Klima profitiert. Hier sieht man übrigens den Übergang vom Höhepunkt der letzten Eiszeit ins Holozän, also ganz links im Bild diese Temperaturen, -6, -8 Grad unter dem vorindustriellen Niveau. Das ist der Höhepunkt der letzten Eiszeit noch, der letzte Teil. Und dann die Erwärmung ins Holozän, übrigens mit einem Tempo von etwa 1 Grad pro 1000 Jahren und nicht 1 Grad in 100 Jahren, wie wir es eben in den letzten Jahren, 100 Jahren erlebt haben. Seit 1980 sind wir bei einem Erwärmungstrend von 0,2 Grad pro Jahrzehnt, also 20 Mal schneller als der Übergang von der Eiszeit ins Holozän. Ich hoffe, Sie haben alle in der Schule gelernt, was die Ursache der Eiszeiten ist, hat Milutin Milankovic in den 1920er Jahren aufgeklärt. Ich habe es im Geografieunterricht gelernt in den 70ern. Es sind diese Milankovic-Zyklen der Erdbahn um die Sonne, nach denen wir in etwa 50.000 Jahren eine neue Eiszeit erwarten würden. Nur dass der bisher schon verursachte CO2-Anstieg auch in 50.000 Jahren noch so stark vorhanden sein wird, dass diese nächste Eiszeit höchstwahrscheinlich schon ausfallen wird. Wir katapultieren uns also in atemberaubendem Tempo aus dem Holozän hinaus in unkartierte Gewässer. Auch wenn man weiter zurückgeht in der Erdgeschichte, gibt es eben diese zyklischen Veränderungen zwischen Eiszeiten und den Zwischeneiszeiten wie dem Holozän, die etwa so warm waren wie das Holozän. Und die ganze Biologie, die ganze Natur ist letztlich angepasst an ein kälteres oder vergleichbares Klima wie im Holozän, aber nicht an ein deutlich wärmeres Klima. Das ist sehr wichtig, wenn man sich die Folgen der jetzt stattfindenden Erderwärmung anschaut. Auch in Deutschland sehen wir natürlich die Erwärmung
Und wenn wir auf die Skala schauen, sieht man, dass wir hier schon bei etwa 2,4 Grad über dem späten 19. Jahrhundert angekommen sind. Auch das ist so vorhergesagt worden und nicht überraschend, weil die globale Mitteltemperatur, die besteht ja zu 70% aus Ozeanoberfläche. Die Ozeane erwärmen sich langsamer als der globale Mittelwert auch und vor allem langsamer als die Landmassen. Aufgrund der thermischen Trägheit und aufgrund der zunehmenden Verdunstung von den Meeresoberflächen. Und daraus folgt natürlich, dass sich alle Landgebiete oder die meisten Landgebiete eben wesentlich schneller erwärmen als der globale Mittelwert. Und ich bin immer wieder überrascht, dass Leute fragen, ja, was soll an 2 Grad Erwärmung so schlimm sein, aber gar nicht wissen, dass dort, wo wir Menschen leben, nämlich an Land, wir hier eher von 4 Grad reden. Und das kann man sich dann schon eher vorstellen, dass die ganze Natur da draußen, auch die Landwirtschaft, die wir haben, nach 4 Grad Erwärmung überhaupt nicht mehr zu dem Klima passt, was wir dann haben werden. Auch erstaunlich ist, manchmal kann man ja so Publikumsumfragen machen, die dann jeder mit seinem Smartphone beantworten kann, dass es immer nur noch eine Minderheit ist, die selbst von Leuten, die zu meinen Vorträgen kommen, die wissen, dass die moderne Erwärmung nicht zu 60 oder 80% von Menschen, sondern zu 100% von Menschen verursacht worden ist. Das zeigt der letzte IPCC-Bericht, das stand aber auch genauso auch mit so einer Grafik schon im vorletzten IPCC-Bericht 2014. Wir können eben, weil wir die Veränderung der Strahlungsbilanz des Planeten ja beobachten, ausrechnen, welche Erwärmung menschliche Aktivitäten verursacht haben und das vergleichen mit der beobachteten Erwärmung und die sind eben gleich groß. Und vor allem messen wir natürlich auch die natürlichen Einflussfaktoren auf die globale Energiebilanz, zum Beispiel Schwankungen der Sonnenaktivität und wissen daher, dass zum Beispiel die schwächelnde Sonnenaktivität in den letzten 60, 70 Jahren der von uns verursachten Erwärmung sogar leicht entgegengewirkt hat und keineswegs, es gibt keine bekannte natürliche Ursache einer deutlichen globalen Erwärmung. Also das ist nach Stand der Wissenschaft 100% menschengemacht. Was eine gute Nachricht ist, weil das heißt, wir können es auch stoppen. Übrigens haben nicht nur Universitätsforscher, akademische Forscher in Instituten die Erwärmung korrekt vorherberechnet, sondern auch Forscher der Firma ExxonMobil zum Beispiel, die ihre eigenen Klimamodellrechnungen und Projektionen gemacht haben. Wir haben Anfang des Jahres in der Fachzeitschrift Science mal so einen Artikel veröffentlicht, wo wir verglichen haben die Zukunftsprojektionen der Firma Exxon, die durch journalistische Recherche aus internen Dokumenten eben an die Öffentlichkeit gelangt sind, mit dem gemessenen Temperaturanstieg. Und diese ganzen grauen und schwarzen Linien zeigen solche Zukunftsprojektionen für die globale Temperatur von Exxon. Und da sieht man die allererste, das ist die, die so steil nach oben geht. Da haben sie die Erwärmung noch überschätzt, aber schon ab Anfang der 80er Jahre haben sie es komplett korrekt so vorhergesagt, wie es dann auch passiert ist. Und haben aber zum Entsetzen der Exxon-Wissenschaftler nicht etwa daraus gefolgert, dass sie vielleicht ihr Geschäftsmodell mal überdenken müssen, sondern sind eingestiegen in eine große Desinformationskampagne, um die Öffentlichkeit über diese Erkenntnisse selbst der eigenen Klimaforschung zu täuschen. Sie haben solche sogenannten Advertorials bezahlt über viele Jahre in großen amerikanischen Zeitungen wie der New York Times zum Beispiel, wo sie einfach den Leuten ein Mist erzählt haben, wie dass die Kohlendioxidemissionen nur zu 3 bis 4% vom Menschen stammen und der Rest aus der Natur kommt. Das ist natürlich ein Täuschargument, weil das, was aus der Natur kommt, wenn zum Beispiel Biomasse zersetzt wird, verrottet, das ist ja alles CO2, was vorher beim Wachsen dieser Bäume und Pflanzen aus der Atmosphäre rausgenommen wurde, was dann einfach wieder zurückgegeben wird. Das ist ein geschlossener Kreislauf, der keinen CO2-Anstieg verursacht. Der komplette Anstieg der CO2-Konzentration ist vom Menschen verursacht. Das ist nur ein Beispiel von zahllosen sogenannten Klimaskeptiker-Argumenten, die bis heute
zirkulieren, die wir Klimaforscher alle 100-mal widerlegt haben, aber die kommen immer wieder. Zum Beispiel von der AfD im Wahlkampf. Ich habe mal einen Blogartikel dazu geschrieben, wie die AfD im Bundestagswahlkampf direkt solche Argumente, die ursprünglich von der Ölfirma Exxon erfunden und in die Öffentlichkeit gesetzt wurden, wieder aufgegriffen und verbreitet hat. Leider machen da auch viele Medien mit. Die Folgen dieser Erwärmung, die sehen wir als Menschen am ehesten bei den Extremen, die spüren wir natürlich oder bemerken wir viel direkter als eine Veränderung einer Jahresmitteltemperatur, ist ja klar. Und wir haben hier mal in einer Studie gezeigt, wie die Häufigkeit von starker Hitze, extremer Hitze zugenommen hat in den letzten Jahrzehnten. Das sind hier in den verschiedenen Farben eben eine Standardabweichung, 2, 3 bis 4 Standardabweichungen über dem, was normal war in der Referenzperiode 1950 bis 1980. Und das ist der Prozentsatz der Landfläche, die jeweils unter solchen Hitzewellen betroffen ist in den Monatsmittelwerten. Und da sieht man eben, wie stark die hochgegangen sind. Und das zum Beispiel 3 Standardsabweichungen, das ist wirklich extreme Hitze, die früher praktisch nie vorgekommen ist, vielleicht einmal in 1000 Jahren in dieser Größenordnung, ist heute 90 Mal häufiger schon. Es sind ständig etwa 10% der globalen Landfläche von solcher extremen Hitze betroffen. Im Moment ist es eben gerade Texas, haben Sie sicher in den Medien gesehen, und andere Regionen auch gleichzeitig. Und das ist keineswegs harmlos. Wir haben es letzten Sommer gesehen. Da wurden ja auch in Deutschland neue Temperaturrekorde gebrochen. Und also es ist für die Gesundheit keineswegs harmlos, sondern es ist eigentlich, was die menschlichen Opfer angeht, mit die gefährlichste Klimaveränderung. Wir haben schon in dem sogenannten Jahrhundertsommer 2003 in Europa rund 70.000 zusätzliche Todesopfer durch diese hohen Temperaturen gehabt. Auch in Baden-Württemberg war in allen Altersgruppen ab 40 Jahre die Sterblichkeit statistisch signifikant erhöht in dem Hitzesommer 2003. Der ist übrigens europaweit damals der heißeste seit dem Mittelalter gewesen. Das habe ich in Vorträgen oft gesagt. Ich habe diesen Slide dazu immer wieder updaten müssen, weil die Hitze 2003 in Europa ist schon 4-mal wieder übertroffen worden. Der heißeste Sommer war jetzt 2022, also letzter Sommer in Europa. Und die Übersterblichkeit in Europa, da gibt es noch nicht die Studien, das dauert ja immer viele Monate, bis sowas dann voll ausgewertet ist, aber die nackten Übersterblichkeitszahlen zeigen, dass es wahrscheinlich in der Größenordnung 100.000 Hitzetote in Europa im vergangenen Sommer gegeben hat. Wenn die Erwärmung weitergeht, ist auch eine Studie aus den Proceedings der National Academy of Science, dann werden große Teile der Erde einfach zu heiß werden, um dort wirklich zu leben und sich im Freien aufzuhalten. Das betrifft all diese hier schwarz eingezeichneten Regionen. Und klar, da gehört die Sahara auch dazu. Aber wenn man sich zum Beispiel mal in Asien anschaut, was da los ist, Indien, hier geht es darum, dass tatsächlich Milliarden Menschen in solchen Regionen leben, wo es dann so heiß ist, dass wahrscheinlich die meisten versuchen werden, wegzugehen dort. Und die müssen dann irgendwo hin und werden im Zweifel nach Norden in die kühleren Landgebiete versuchen auszuwandern. Es nimmt aber nicht nur die Hitze zu, sondern auch extrem Niederschläge. Das ist auch seit 30 Jahren vorhergesagt von der Klimaforschung. Das hat auch sehr einfache Gründe. Hier hat Claudia Kleinert das mal in den Tagesthemen erklärt, die Wettermoderatorin. Wärmere Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen und entsprechend auch abregnen. Das ist Erstsemester Physik, lernt jeder Physikstudent. Das ist die Clausius-Clapeyron-Gleichung, die den Sättigungsdampfdruck abhängig von der Temperatur angibt. Und von daher nehmen Extremniederschläge zu. Das zeigen auch die Beobachtungsdaten einfach von den Wetterstationen. Diese grauen Balken auf der Grafik zeigen einzelne Jahre.
wie die Häufigkeit von Tagesrekorden bei den Niederschlägen zugenommen hat. Die rote Linie ist einfach eine geglättete Linie dort durch, die in den 90er Jahren schon den blauen Zufallsbereich verlassen hat. Das heißt also, seit den 1990ern sind solche Tagesrekorde bei den Niederschlägen statistisch signifikant erhöht und sie nehmen immer weiter zu. Und da geht es dann um so Ereignisse wie Braunsbach 2016. Das war ein kleiner Gewitterregen und Sie erinnern sich wahrscheinlich an die Nachrichtenbilder, da das, wenn es jetzt ein Science-Fiction-Film wäre, würde man es wahrscheinlich ein bisschen dick aufgetragen finden, aber das hat jemand mit seiner Handykamera aus dem Fenster gefilmt. Und das sind diese sogenannten Flash Floods, die weltweit immer häufiger auftreten als Folge der Erwärmung und der Tatsache, dass eben die Luft dann mehr Wasserdampf enthält, der sich dann bei entsprechender Wetterlage abregnet. Ja. Gleichzeitig nimmt aber auch die Dürre zu. Das hat viele Gründe, weil regional gibt es natürlich anders als bei der Temperatur sehr große Unterschiede. Es gibt Regionen, da nehmen die Niederschläge zu, andere Regionen, da nehmen sie ab. Es ist aber auch so, dass von der zusätzlichen Verdunstung von den Meeren, die in einem wärmeren Klima ja größer wird, der größte Teil in Form von Extremniederschlägen wieder runterkommt und eben nicht den typischen Landregen, den man eigentlich bräuchte für die Vegetation, erhöht. Und es entstehen gleichzeitig immer längere Pausen zwischen den Niederschlägen. Und ein Grund, warum gerade die Bodenfeuchte verloren geht und die Vegetation austrocknet, ist einfach auch die zunehmende Verdunstung in einem wärmeren Klima, sodass man für 1 Grad wärmere Temperaturen bräuchte man etwa 15% mehr Niederschlag, um das wieder auszugleichen. Und die gleiche Bodenfeuchte und Wasserverfügbarkeit für die Vegetation zu erhalten. Und man kann jederzeit in den Dürremonitor des Umweltforschungszentrums Leipzig reinschauen. Das habe ich hier mal gemacht, wie das aktuell aussieht. Und dann sieht man gerade in den tieferen Bodenschichten, wo die Bäume ihr Wasser herholen, ist große Teile von Deutschland sind rot in extremer oder außergewöhnlicher Dürre. Der obere Boden in den oberen 25 Zentimetern sah bis vor einer guten Woche auch so überall rot aus. Jetzt sieht man aber sehr schön, wie dieses Gewitter tief durchgezogen ist durch Norddeutschland von West nach Ost. In meinem Garten hat es 64 mm in 24 Stunden geregnet, da am Freitag vor einer Woche. Da sieht man dieses blaue Band, da ist die obere Bodenschicht mal durchfeuchtet worden, aber das reicht eben lange nicht aus, um die tieferen Wasserschichten, da das Grundwasser zu erneuern. Dazu müsste es also, was habe ich gelesen, 1,5 Jahre Dauerregen geben oder so, um das Defizit, was in den vergangenen Jahren seit dieser Dürrephase seit 2018 in Deutschland wieder auszugleichen. Und wir kennen ja alle die Bilder auch aus anderen Ländern in Europa. Frankreich letzten Sommer musste ja eine Reihe von Kernkraftwerken abstellen, weil einfach kein Kühlwasser mehr da war. Das kann man sich vorstellen, wenn man hier so ein Bild von der Loire in Frankreich sich anschaut. Zusammenfassend hat der Weltklimarat zu diesen Extremereignissen gesagt im letzten Bericht, dass der vom Menschen verursachte Klimawandel sich bereits auf viele Wetter- und Klimaextreme in allen Regionen der Welt auswirkt. Dies hat zu weit verbreiteten nachteiligen Folgen und damit verbundenen Verlusten und Schäden für Natur und Menschen geführt. Eine Aussage mit hohem Vertrauen heißt also, das ist wirklich gesichertes Wissen. Die Folgen sehen wir auch in der Vegetation. Dazu nur ein Beispiel, das Baumsterben in Deutschland, was man ja hier auch im Schwarzwald sehen kann, noch schlimmer im Harz zum Beispiel oder im Siegerland. Es führt diese Austrocknung der Wälder natürlich zu massiven Borkenkäferbefall, aber auch Waldbränden. Brandenburg 2018, mehr als 400 Waldbrände. Wir hatten auch in letzter Zeit schon wieder dort erhebliche Probleme mit Bränden. Und die Grafik, die Ende 2019, die ist aus dem Faktenblatt unserer Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina
zum Klimawandel. Das könnte man wahrscheinlich mal wieder updaten, aber es ist ein sehr wertvolles Faktenblatt, wo die wichtigsten Datenbefunde einfach zusammengestellt sind, kann sich jeder aus dem Internet runterladen auf der Leopoldina-Webseite. Ich möchte noch ein paar Worte zu den Kipppunkten sagen im Klimasystem. Das ist ja in der öffentlichen Diskussion auch inzwischen angekommen, in der Forschung seit Jahrzehnten natürlich. Ein Kipppunkt, den ich speziell erforsche, ist die atlantische Umweltzirkulation, auch als Golfstrom bekannt. Da ist der Kipppunkt schon 1961 in einer berühmten Studie beschrieben worden. Aber was ist ein Kipppunkt? Man kann sich das so veranschaulichen mit einer solchen Kugel hier, die in einer Mulde liegt. Und wenn dieser Mensch dann diese Kugel so ein klein wenig rüberschiebt und dann wieder loslässt, dann rollt sie wieder zurück in ihre Mulde. Das ist nämlich ein stabiles Gleichgewicht. Außer man schiebt diese Kugel über diesen Scheitelpunkt hinaus, wo der Pfeil das markiert, dann rollt sie eben nicht mehr zurück, sondern ab da rollt sie von selber weiter nach rechts, ohne dass man sie weiter anschieben muss. Und an dem Beispiel mit der Kugel sieht man schon, dass man dafür jetzt keine besonders komplizierte Physik braucht. Jeder kann das Experiment durchführen, indem er mal seine Kaffeetasse bis über die Tischkante schiebt, dass es da einen Kipppunkt gibt. Also ist keine Rocket Science, und deswegen gibt es im Klimasystem eben auch viele solche Kipppunkte, und die Teilsysteme, die so einen Kipppunkt haben, nennen wir Kippelemente. Hier ist aus einer Studie in Science wieder vom vergangenen Jahr mal so eine Zusammenstellung, eine Karte der verschiedenen Kipppunkte gezeigt. Da geht es zum Beispiel um die Eismassen, die destabilisiert werden können durch die Erderwärmung. Also der Grönland-Eisschild zum Beispiel hat einen seit auch Jahrzehnten bekannten Kipppunkt, der eben, ja, meistens weiß man nicht so genau, wo der liegt. Das ist eine der Unsicherheiten. Also man kann es vergleichen mit einem Schiff, was in unkartierte Gewässer fährt, und man weiß, irgendwo sind da Felsen unter der Oberfläche, wo man auflaufen könnte, nur weiß man leider nicht genau wo. So ähnlich ist die Situation mit den Kipppunkten. Und das, was hier erschreckend ist, ist, dass die rot gezeigten, die haben ihren Kipppunkt wahrscheinlich schon zwischen 1,5 und 2 Grad Erderwärmung. Das ist eben einer der wichtigen Gründe, warum wir unbedingt versuchen müssen, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Zwischenfazit: Der Klimawandel ist real. Er ist zweifelsfrei durch fossile Energienutzung und Entwaldung verursacht. Und schon jetzt leiden eben viele Millionen Menschen unter den Folgen. Ich habe also Meeresspiegel jetzt gar nicht erwähnt, aber Wetterextreme, Brände, Dürren. Ich wollte gerade sagen, die Uhr scheint mir zu sagen, ich habe noch Zeit, aber ich weiß nicht genau. Gut. Ich will nämlich tatsächlich auch noch ein bisschen über die Lösung sprechen. Wir haben ja zum Glück den Klimavertrag von Paris 2015. Ich staune immer noch, dass es gelungen ist, diesen Vertrag abzuschließen. Es ist übrigens im Rahmen dieser UNO-Klimarahmenkonvention von 1992, ja, Erdgipfel Rio de Janeiro, da wurde diese Rahmenkonvention beschlossen. Und dann hat es eben bis 2015 gedauert, in jährlichen Verhandlungen, bis man einen solchen weltweit gültigen Klimavertrag abgeschlossen hat. Das liegt auch sicher an einem Geburtsfehler der Klimarahmenkonvention, nämlich dass alle Beschlüsse einstimmig gefällt werden müssen. Das bedeutet, dass jedes einzelne Land, egal ob Saudi-Arabien oder Russland, wer auch immer, das zu Fall bringen konnte. Und unter diesen Randbedingungen finde ich es immer noch sensationell und ein großer Erfolg der französischen Diplomatie, dass man das Pariser Klimaabkommen zustande gebracht hat, wo alle Staaten sich verbindlich verpflichten, den Anstieg der globalen Temperatur deutlich unter 2 Grad zu halten und auch zu Anstrengungen verpflichtet haben, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen.
Ob man das noch schaffen kann, weiß man nicht, aber alle haben sich verpflichtet, diese Anstrengungen zu unternehmen und jeder sollte seine Regierung wirklich daran immer wieder erinnern, dass sie sich dazu verpflichtet haben. Was bedeutet das konkret? Das ist wieder eine Frage, die die Klimaforschung beantworten kann. Was müssen wir tun, um die 1,5 Grad einzuhalten? Und die Antwort ist die blaue Kurve. So müssen die globalen Netto-Treibhausgasemissionen sinken, um diese 1,5 Grad noch einzuhalten. Und das Entscheidende, was man dazu wissen muss, ist, dass das CO2 sich sehr, sehr lange viele Zehntausende Jahre in der Atmosphäre hält, die Erhöhung, die wir jetzt verursachen, sodass es wirklich auf die kumulativen Emissionen ankommt. Also die Gesamtmenge, die wir seit Beginn der Industrialisierung ausgestoßen haben, sammelt sich in der Atmosphäre an. Und da es auf die Gesamtmenge ankommt, gibt es eben auch eine bestimmte Restmenge, die wir noch ausstoßen können, um unter 1,5 Grad zu bleiben. Das ist das sogenannte Emissionsbudget. Und wenn man sich das auf einer solchen Emissionskurve dann anschaut, ist es eben die Fläche unter der Kurve. Wir müssen also diese Fläche unter der Kurve auf ein bestimmtes Maß reduzieren, dieses Maß nicht überschreiten. Das ist unser Emissionsbudget. Und deswegen müssen alle Kurven, die Klimaziele einhalten, am Anfang sehr steil sinken. Es kommt also nicht auf das Enddatum an, was ja oft diskutiert wird, klimaneutral 2045, sondern es kommt auf die Menge an, die wir bis dahin noch ausgestoßen haben. Und um die Fläche unter der Kurve klein zu halten, ich sage es nochmal, weil es so wichtig ist, müssen die Emissionen jetzt sehr schnell sinken. Der Weltklimarat, von dem diese Kurven auch stammen, sagt eben weltweit etwa halbieren bis 2030, das ist nur noch 6,5 Jahre. Das wird in der Diskussion nachher sicher auch noch eine Rolle spielen. Und ich glaube nicht, dass das alle in der Politik schon verstanden haben. Um den IPCC-Bericht nochmal zu zitieren, die Begrenzung der Erwärmung auf 1,5 Grad, aber auch auf 2 Grad, erfordert schnelle und tiefgreifende, sowie in den meisten Fällen sofortige Senkung der Treibhausgasemissionen in allen Sektoren, also auch dem Verkehrssektor zum Beispiel, in diesem Jahrzehnt. Wir haben also nicht, wie Herr Merz neulich gesagt hat, 10 Jahre Zeit, um die richtigen Weichen zu stellen, sondern wir müssen im Gegenteil sehr schnell schon bis 2030 die Emissionen halbiert haben. Zu den Hauptaussagen des IPCC-Berichts, das ist jetzt quasi mein Schlussfazit, überlasse ich mal dem Weltklimarat, gehört das Zeitfenster, in dem eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für alle gesichert werden kann, schließt sich rapide. Das ist eine Aussage mit sehr hohem Vertrauen, ja, da sind wir einfach sicher. Und die in diesem Jahrzehnt getroffenen Entscheidungen und durchgeführten Maßnahmen werden sich jetzt und für Tausende von Jahren auswirken. Das liegt an der langen Lebensdauer des CO2 in der Atmosphäre, liegt aber auch daran, dass selbst wenn wir den Temperaturanstieg gestoppt haben, der Meeresspiegel zum Beispiel tausende Jahre weiter ansteigen wird. Wir haben so viel Eis auf den Kontinenten, um den globalen Meeresspiegel um 65 Meter anzuheben. Und das passiert natürlich nicht sehr schnell, es dauert sehr lange, bis Eis schmilzt. Das heißt aber auch, bei konstant höheren Temperaturen, wenn die 2 Grad höher sind als vorindustriell, wird tausende Jahre das Kontinentaleis langsam weiter runterschmelzen. Damit bin ich am Schluss und wir haben ja noch gut Zeit zu diskutieren. Ich danke erstmal fürs Zuhören und wenn Sie noch was lesen wollen, übrigens das Buch Wolken, Wind und Wetter soll im Herbst in Neuauflage rauskommen. Das ist im Moment vergriffen. Und Sie können mir auf Twitter oder Mastodon folgen. Und ja, ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank. Soll ich da hingehen? Ja.